So Leute, und da sind wir jetzt auch wieder bei 4. Da sind sie ja. Wie sind wir getrennt worden? Ich weiß noch, dass der Strom im Aufzug ausgefallen ist. Als nächstes war ich im obersten Geschoss und sie waren weg. Sie müssen gleich Sichtkontakt zum Evangelie haben. Von 4 erwischt. Klebeband. Panzertape. Auch so Kleinigkeiten, die mir bis jetzt noch nicht aufgefallen sind. Checkpoint wird gespeichert. Nein, die Waffe ist runtergefallen. Egal, Munition haben wir noch haufenweise. Mit der Mausklappe gleich alles ticken besser. Munition haben wir hier soweit voll, das ist schön. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So, wir hinterlassen nicht mal die Menschen, die Spuren. Wir hinterlassen keine Spuren. Wir hinterlassen nicht mal die Menschen, die Spuren hinterlassen. Also geht ein Barra 4 von uns vor. Zuger müssen in Begleitung von Armokim-Personal. Ich bin autorisiert mit Arme von Personal, das sollte euch klar sein. Du brauchst gar nichts. Wunderbar. Schön, schön, schön. Auch wunderschön. Miss Wade, hören Sie mich? Ja. Was tun Sie da eigentlich? Ich muss wissen, ob es Ihnen gut geht. Na gut. Sie werden mit mir Ihren Vater holen, aber im Moment begeben Sie sich in große Gefahr. Na klar. Und Sie sagten, im Helikopter wäre ich sicher. Diese Soldaten suchen nach Ihnen. Falls die Sie wieder schnappen, wird man Sie verhören. Glauben Sie mir, Ihre Methoden sind höchst unangenehm. Das Risiko gehe ich ein. Ganz schön. Jo, da haut die Alice einfach mal kackend dreist ab und ignoriert die Befehle unseres Chefs. Sie haben 3 neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Hey Phil, hier Harlan. Ich bin überzeugt schon, dass wir verweckt drastische Maßnahmen, um Ihren dürren Arsch zu retten. Ich sage Ihnen gleich, wenn sich auch nur einer Ihrer kleinen Speichellecker dem Gewölbe nähert, bin ich schweinemäßig sauer. Die hat schon genug Schaden angerichtet, als sie dachte, sie könnte da reinspazieren und nochmal von vorn anfangen. Falls sie zu Ihnen kommt und Hilfe will, sagen Sie ihr, dass wir das Projekt nicht grundlos beendet haben. Nächste Nachricht von Genevieve Aristide. Phil, wie geht es Ihnen? Hier ist Genevieve. Lange nicht bei Maurice gesehen. Wir müssen mal zusammen essen gehen, wenn der Schlamassel geklärt ist. Ach ja, ich müsste Sie da um einen Gefallen bitten. Ich weiß, Sie und Harlan kennen sich schon lange. Vielleicht können Sie ihn ja zur Vernunft bringen. Er verzeiht mir nicht, dass ich diese armen Leute in das Gewölbe geschickt habe. Als wäre ich glücklich über das, was da passiert ist. Ja, es war mein Fehler. Aber warum sollten alle anderen dafür bezahlen? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Sie ihn zur Vernunft bringen würden. Nächste Nachricht von Genevieve Aristide. Hi, Genevieve hier.
Medienanlage schon lange vor diesem Zwischenfall ein Risiko darstellte. Ich wollte nur ein altes Problem bereinigen. Ich hatte gehofft, wir könnten die Anlage renovieren, aber die Risiken sind eindeutig inakzeptabel. Daher denke ich, wir müssen sie vollständig zerstören. Falls Sie einen besseren Vorschlag haben, raus damit. Aber in der Zwischenzeit muss ich eine Firma retten. Ende der Nachrichten. So, ja, die Genevieve versucht jetzt hier mit allen Mitteln die ganze Sache zu vertuschen. Und ich habe gerade gemerkt, dass die Musik ein wenig zu laut war. Man hat, glaube ich, nicht allzu gut was verstanden von dem Gespräch. Aber gut, ich habe ja Untertitel eingeschaltet. Ich habe ja mitgedacht. Oh, hier werden neue Schränke eingebaut. Und so an sich sieht er ja, also man kann über die Arme kämpfen sagen, was man will, einrichtungstechnisch gut, je nachdem, aber im Vergleich zu anderen Büroeinrichtungen, das Ding dann haben sie es ja drauf. Na gut, ja. Aus einer genetischen Referenz erschaffen. Das ist wohl ein anderes Wort für die DNS von jemandem. Nichts deutet darauf hin, wer der Glückliche gewesen ist. Ich vermute aber, es war Harlan Wade, da ihr das Programm begonnen hat. So, ja. Genetische Referenz, Harlan Wade. Es geht zur Sache. Aber hier sehen die Lichteffekte auch sehr schön aus. Ach, meine Lieben. Ach, wie ich die Teile hasse. Also an das nächste will ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich rangehen, wenn wir noch nicht genug Slow Motion haben. Aber gut, ich denke mal, das sollte reichen. Holy shit, das Ding hat gut gezogen. Gute Teile so Gott sei Dank zu bekloppt, um Taschenlampenlicht zu erkennen. Ach, machen wir einfach mal hier 5 Schnellspeicher, bevor irgendwas Blödes passiert. Wie das? Wunderbar. Wir mussten nur ein Medikit benutzen. Na gut, so gesehen 2 bei dem vorhin. Aber okay. Wir haben es gut überstanden. Wir können uns nicht beschweren. Ich kam hier durch, also gehen wir auch durch. Büro mit Zeitschriften, Mülleimer. Hier hat schon wieder jemand seinen Computer nicht abgeschalten. Aber gut, okay. Wir müssen uns ja keine Gedanken um sämtliche Stromrechnung oder sonstigen Shit machen. Gut, da wollte ich eigentlich gerade Zeitlupe benutzen, aber Zeitlupe wollte nicht so, wie ich das wollte. Aber okay, hey. Knapp. So. Irgendwas, entweder drücke ich nicht richtig auf die Taste für Zeitlupe oder ja.
Ach, halt Maul. Meine Güte. Da hat jemand wohl den Mülleimer nicht ganz getroffen. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass ein Black Hawk Hubschrauber der US-Streitkräfte abgeschossen wurde. Der Hubschrauber, der im Hintergrund zu hören ist, gehört offenbar nicht dem US-Militär, sondern den geheimnisvollen Angreifern, die das Hauptquartier von Armacom am frühen Abend überfallen haben. Vor wenigen Augenblicken erst haben wir Leuchtspurgeschosse und mehrere laute Explosionen wahrgenommen. Informationen über Opfer wurden noch nicht veröffentlicht. Ja, gut, dann handelt es sich das wahrscheinlich gerade um die Aktion hier mit uns. Checkpoint wird gespeichert. Schönes Ding. Mhm. Na, lebt da noch wer? Er nicht, auf jeden Fall. Aber er. Okay, darauf springen wir jetzt eine blöde Idee. So wie ich mich kenne, falle ich dann runter. Na, normalerweise steht da immer einer. Ne, Moment, ich will jetzt nicht meine einzige Mine verwerfen und auch meine einzige Granate überhaupt. Gut, wäre eh umsonst gewesen, da steht keiner. So, jetzt holen wir uns noch da unten den Reflex Booster. So können wir den Schritt zu, oder so können wir den 100% Schritt für Schritt näher. Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Genevieve, Harlan Wade hier. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Als erstes, maßen Sie sich nicht an, meine Gefühle zu kennen. Das ist beleidigend. Und verschonen Sie mich mit Phrasen wie die Toten begraben. Sie sind kein Seelenklempner. Fakt ist, wir wären nicht in dieser Situation, wenn Sie auf mich gehört hätten. Und jetzt wollen Sie sich Ihr Grab noch tiefer graben. Irgendwann graben Sie sich runter in die Hölle. Nächste Nachricht von Phil Vecchio. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Genevieve. Harlan will damit wohl andeuten, dass wir nichts Unüberlegtes tun sollen. Ich weiß ja, dass wir unter Zeitdruck stehen, aber wir müssen strategisch denken. Angesichts der Ereignisse erscheint es mir eine fragwürdige Entscheidung, das Gewölbe wieder zu öffnen. Wahrscheinlich gießen wir damit nur Öl ins Feuer. Ende der Nachrichten. Ja. Also die Genevieve hat echt definitiv dicken, fetten Scheiß gemacht und das scheint ihr Büro zu sein. Sieht auch nicht schlecht aus. Schöner blauer Teppich und... ja. Leute unten bleiben, sagt er. Hm, ob das jetzt so gut war? Muss gut sein. Wir haben jetzt keine andere Wahl, es hat gut zu sein. Wunderschön. Können wir die wieder mitnehmen? Ach, toll, wie sich das alles entwickelt. Wir kriegen wieder Granaten und Weste und anderen Scheiß, der uns zu überleben hilft. Ach, was hat du raus? Hallo, oh Gott. Lol, Alter. Fuck, seit wann kommt der denn nach vorne gestürmt? Sonst ist der doch immer ganz fluffig da hinten geblieben und hat auf seinen Tod gewartet.
müssen. Seit wann kommt der denn nach vorne? So, Weste. Oder steht er hier noch? Nee, the fuck. Nein. So. Also Vettel wurde nicht aus Harlan Wades DNS gemacht. In einer E-Mail von Wade heißt das, das Subjekt lebe in einem plötzlichen Koma. Die Clowns der ATC Security haben Bishop getötet, damit nichts nach draußen dringt. Ethisch fragwürdige, identische Experimente wahrscheinlich keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Ich glaube, wir vertuschen da was ziemlich Übles. In der Tat, bitte, die vertuschen definitiv üblen Scheiß. Ach Gott. Jetzt kommt, ja, meine Lieblingsszene. Die auch eventuell unseren Tod bedeuten könnte. Also unseren, ja, Tod durch Gegnern. Sorry für den ganzen Ärger, aber ich bin jetzt beim Auto. Miss Wade, warten Sie einen Moment. Geht nicht, ich muss los. Miss Wade! Scheiße, gehen Sie zur Abholung aufs Dach der Garage. Sie können immer noch vor ihr da sein. Ja, wir können und werden hoffentlich vor ihr da sein.